Guten Morgen in die Runde. Wir sind soweit vollzählig oder schon ziemlich viele im Call. Wir wollen heute mal über das Thema Homeoffice in und vor allen Dingen nach der Krise sprechen. Ich glaube, in der aktuellen Situation gibt es in diesem Bereich besondere Herausforderungen. Wer bin ich? Björn Steinecke, wie man sieht, aktuell im Homeoffice mit Kindern. Da ja Kitas und Schulen auch momentan komplett geschlossen haben. Wir haben es mal den Homeoffice Survival Guide genannt und möchten Ihnen in den nächsten Minuten einfach ein bisschen Sicherheit an die Hand geben, um mit dem Bereich also Homeoffice, wie man damit umgeht, was man machen kann, und wie es auch momentan in den Medien gehypt wird, dass man einfach mal so ein bisschen weiß, so eine Positionierung, wo stehen wir? Und wie ernst soll man das Ganze momentan nehmen? Ja, dazu ein kleines Vorwort. Ich sage immer, dieser ganze Hype, der momentan in den Medien stattfindet, den finde ich persönlich nicht unbedingt ganz so gerechtfertigt. Und ich glaube, dass dort auch viele große namhafte Hersteller einfach ihre Marktanteile sichern möchten. Wir selber sind der Auffassung, dass unsere Kunden oder generell die Kunden im Mittelstand schon lange ein VPN haben, schon seit ISDN-Zeiten. Dort lief es vielleicht nicht immer ganz so schnell und zuverlässig, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, in diesem Alltag angekommen, wo jeder eine vernünftige DSL-Verbindung hat, wo LTE relativ gut verfügbar ist. Und dementsprechend ist Homeoffice in dem Sinne momentan durch diesen Corona-Hype nach unserem Empfinden nicht ganz gerecht, da wir ja schon alle von zu Hause auf unsere Daten, auf unsere File-Server, auf Terminal-Server zugreifen können. Wichtig ist hier vielleicht noch einfach mal zu erzählen, warum sind wir denn überhaupt auf das Thema Homeoffice gekommen? Und das ist, wenn man 6 Jahre zurückguckt, standen wir vor der Herausforderung, dass wir in Emden kein neues Büro gefunden haben. Wir hatten 150 Quadratmeter roundabout und zu viele Mitarbeiter, um sie adäquat in diesen Büroräumen, sage ich mal, zufriedenstellen zu können über Tag. Aus dem Grund haben mein Geschäftspartner Daniel Junke und ich uns dazu entschlossen, dass wir Homeoffice ausgerufen haben, also sprich Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit. Da wir bei Microsoft unterwegs sind, haben wir uns da so ein bisschen an die Microsoft gehängt und haben das aus der Not heraus quasi übernommen. Wichtig ist dabei zu wissen, also hatten wir relativ große Angst. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für das Unternehmen, auch für die Produktivität? Wir hatten allerdings keine andere Wahl, weil wir konnten nicht mal ins Büro hinsetzen. Dann haben wir Homeoffice ausgerufen und gesagt, so ab morgen könnt ihr alle Homeoffice machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ins Büro kommen, ihr könnt von zu Hause aus arbeiten. Und abends haben wir miteinander gesprochen und gedacht, jetzt fliegt uns der ganze Laden auseinander, morgen sitzen wir alleine hier. Und spannenderweise ist erstmal nichts passiert, weil alle wieder ins Büro gekommen sind und das brauchte so eine gewisse Zeit, bis sich alle daran gewöhnt haben, dass es wirklich in Ordnung ist, von zu Hause aus zu arbeiten, die Technologien zu nutzen. Und was wir daraus gemerkt haben, wenn man es als Geschäftsführer, als Inhaber, wenn man Homeoffice einführt, gehört vor allen Dingen eins dazu und das ist einfach Mut. Und zwar weg von den klassischen Denkweisen, dass ich meine Büros habe, wo ich meine Mitarbeiter vielleicht morgen sehe, wer auf dem Parkplatz ins Gebäude reinkommt und wer nicht. Hand aufs Herz, wir merken ja nicht, ob 3 Büros weiter jemand von unseren Mitarbeitern wirklich arbeitet oder die Zeitung an seinem Bildschirm liest oder ähnliches. Also das heißt, der Kontrollverlust, den man gefühlt, der sehr hoch ist, wenn man Mitarbeiter ins Homeoffice sendet, ist erstmal gefühlt hoch, aber effektiv ist er ja eigentlich gar nicht da. Die Situation verändert sich gar nicht. Gehen wir mal in die eigentliche Diskussion, was brauchen wir überhaupt fürs Homeoffice? Als allererstes ist es wichtig, eigentlich braucht es gar nicht so viel. Und die meisten Mitarbeiter haben das eh schon irgendwie zu Hause. Also wir brauchen natürlich erstmal ein Zuhause. Das sollte jeder Arbeitnehmer mit sich bringen. Dann benötigt jeder natürlich irgendwie einen vernünftigen Schreibtisch. Und damit meine ich auch wirklich einen vernünftigen Schreibtisch und nicht so ein 40 cm Brett irgendwo auf die Fensterbank gelegt, sondern es sollte natürlich schon irgendwo, sage ich mal, eine vernünftige Tiefe sein, vernünftiger Abstand zum Bildschirm. Und da wir natürlich zu Hause auch genauso gesund sitzen sollten,
Wie im Büro gehört natürlich auch ein vernünftiger Stuhl dazu. Danach fängt eigentlich schon wieder die Verantwortung an bei den Arbeitgebern. Dieses Arbeitsequipment muss natürlich dementsprechend ausgestattet sein. Und wir sind der Meinung, auch schon mehrere Jahre, dass die Anschaffung von Standrechnern, von wirklichen PCs eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Gar nicht mal unter dem Aspekt von Homeoffice, sondern auch innerhalb des Unternehmens einfach flexibel zu sein, seine Arbeit, seine Notizen mit in den Besprechungsraum zu nehmen oder eben halt mal beim Kollegen auf den Schreibtisch seinen Laptop hinstellen und sagen, hier, so habe ich das gemeint, das und das möchte ich gerne mit dir erarbeiten. Also das heißt, wir sind da der Meinung, dass das eigentlich ein Laptop Pflicht ist. Es gibt Docking Stations mit externen Monitoren und so weiter, wo man dann eben sauber drüber arbeiten kann. Und das natürlich Allerwichtigste ist Verbindung. Ob es jetzt das WLAN ist oder eine feste Verbindung, wir müssen natürlich im Homeoffice oder mobil, wo wir gerade unterwegs sind, eine adäquate Internetverbindung haben, um dementsprechend auch die Daten und auch mit den Kollegen vernünftig kommunizieren können. Und das ist eigentlich an Peripherie schon alles. Natürlich gehören auch Tools dazu, die das Ganze ermöglichen, die wir vielleicht in der klassischen Geschichte, wo wir über VPN gesprochen haben und den File-Server nicht dazu gehört haben, wie zum Beispiel Microsoft Teams, Slack, Zoom, alles, was Sie momentan auch in den Medien hören, womit diverse Vernetzungen stattfinden, sei es jetzt im geschäftlichen Bereich oder im privaten Bereich. Und das Ganze ist ja durchaus sinnvoll. Nur, was wir kritisch sehen, ist dieses planlose Onboarding dieser Tools in dieser aktuellen Situation. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das falsch ist, jetzt aus dem Affekt heraus einfach irgendwas in Betrieb zu nehmen und danach nicht nochmal drüber nachschauen, wie ist das Ganze abgesichert, datenschutztechnisch und so weiter. Also das heißt, man sollte sich schon Gedanken machen, auch wenn man sich jetzt irgendwie eine Lösung findet, die einem schnell hilft. Das ist gerade wichtig und das stehen auch alle dahinter. Aber langfristig sollte man natürlich schon gucken, okay, wie ist die IT darauf vorbereitet, wie sind meine Datensicherungen dafür aufgelegt und wie passt es zu meinem aktuellen Datenschutzkonzept. Und zu guter Letzt, der Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen und der sollte möglichst nicht schlechter sein als in der Firma, damit die Motivation natürlich zu Hause auch nicht zu kurz kommt. Kommen wir zur weiteren Lektion, die Familie. Also das heißt, wenn man natürlich zu Hause in seinen vier Wänden arbeitet, dann hat man natürlich seinen Lebenspartner, wenn man, sage ich mal, noch nicht verheiratet ist oder verheiratet ist ohne Kinder, dann ist es relativ einfach. Also das heißt, da kann man mit erwachsenen Menschen reden und man kann klare Regeln definieren, wie wir denn durch den Alltag im Homeoffice gemeinsam durchgehen. Und da ist es vielleicht wichtig auch, dass man sagt, es gibt vielleicht ein Schild, ein Stofftier, was man an die Türklinke hängt in seinem Homeoffice, wenn es wirklich wichtig ist und die Kinder nicht reinkommen sollen und nicht stören sollen. Wir kennen alle dieses Szenario von dem Nachrichtensprecher, wo seine Kinder in sein Arbeitszimmer reinkommen und die Haushälterin ganz nervös hinterher. Das sind natürlich Situationen, die wirken sehr schnell natürlich unprofessionell, wobei, wenn man natürlich auch selber damit unterwegs ist, ich sag mal, ein Teilnehmer auf der anderen Seite, der selber Kinder hat, der schmunzelt. Ein junger Mensch, der vielleicht, sag ich mal, noch keine Familie hat, der denkt sich vielleicht, was soll das denn? Ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie die andere Seite reagiert. Aber man sollte halt einfach Spielregeln aufstellen, wie wir zu Hause damit umgehen. Und es gibt feste Zeiten, wo man vielleicht dann nach unten kommt, wie auch immer. Und ganz wichtig ist natürlich auch, der Lebenspartner muss das akzeptieren, dass nur weil man zu Hause ist, man nicht zu Hause ist. Also das heißt, kannst du mal die Wäsche runterholen, kannst du mal zur Post fahren oder eben kurz was einkaufen oder hau doch mal den Nagel in die Wand. Das kann man alles machen, natürlich nach Absprache, auch über Tag, wenn man dafür Zeit findet. Aber es ist natürlich nicht so, der Mann ist zu Hause und der Lebenspartner kann halt nicht ihn dauernd in Beschlag nehmen. Da muss es halt feste Spielregeln geben. Das ist auch ganz wichtig, damit man halt auch in seinen Arbeitsfluss reinkommt und nicht permanent hier rausgerissen wird. Als dritten Punkt ist mir persönlich super wichtig, wir sind wie gesagt seit 6 Jahren selber in dem ganzen Homeoffice-Zyklus mit drinne.
Und selbst wir machen so viel falsch. Und das ist gar nicht mal irgendwie technisch oder die Arbeitsweise, es ist halt einfach die eigene Taktung. Und das merken wir, dass die Produktivität im Homeoffice meistens sogar höher ist, als wenn man im Büro ist, weil man eben kaum noch Ablenkung hat. Wenn die Spielregeln aus der Lektion 2 sozusagen sauber aufgestellt sind, dann vernachlässigt man quasi das, worauf ich jetzt hin möchte, dass man halt einfach auch mal vielleicht sich einen Kaffee holt und vielleicht den mit seiner Frau oder mit seiner Familie trinkt, dass man vielleicht sein Mittagessen, seine Mittagspause, also in der Firma muss ich sagen, haben wir das super organisiert. Da gibt es einen Channel, wo ab bis 11 Uhr ist Deadline, dann wird Essen bestellt und dann essen wir alle gemeinsam und das ist unser Ritual. Und zu Hause hat man immer ein schlechtes Gewissen. Wenn man sich jetzt nach unten mit seiner Familie setzt, dann fühlt sich das immer falsch an. Und genau das ist falsch, das als falsch zu sehen, weil es ist wichtig, dass wenn man schon den Luxus hat, aus dem Homeoffice arbeiten zu können, dass man natürlich auch die Zeit, die man sonst mit Kollegen verbringt, vielleicht auch etwas mehr mit der Familie erlebt. Ich habe gestern Morgen habe ich mir bei dem schönen Wetter einen Kaffee geholt und meine Frau war mit dem Kleinen im Garten und ich habe 5 Minuten mit ihm Fußball gespielt auf dem Rasen und bin mit einem Lächeln wieder an den Rechner gegangen, weil es einfach cool ist. Aber man hat immer ein schlechtes Gefühl dabei oder ein schlechtes Gewissen. Und das darf man nicht haben, weil am Ende des Tages habe ich mit meinem Geschäftspartner auf die Uhr geguckt und es war 17:45. Eigentlich haben wir um 17 Uhr auch Feierabend, in Anführungsstrichen. Man verrennt sich immer darin, dass man viel mehr arbeitet, viel mehr Calls hat, viel mehr Anschlagstermine. Und da muss man ein bisschen selber an sich arbeiten. Und das merken wir gerade in dieser Situation, dass man halt von 10 bis 11 eine Telco hat, direkt von 11 bis 12 wieder und dass alles andere einfach zu kurz kommt. Und wie gesagt, im Büro laufe ich auch zum Kollegen, ich laufe zur Kaffeemaschine, ich treffe Leute, ich habe auch nicht meine volle Produktivität 8 Stunden. Und das sollte man zu Hause vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung dafür geben. Dann geht es darum, mit den Kollegen sauber zu arbeiten. Ja, also das heißt, die Tools, die wir jetzt nutzen, die es gerade aktuell gibt, die sind natürlich wirklich genial, um auch wirklich effektiv zu arbeiten, um vielleicht auch in Zukunft Reisezeit zu sparen. Und ich rede jetzt auch nicht unbedingt davon, wir müssen morgen nach München, sondern wir müssen morgen vielleicht nach Norden, nach Aurich oder vielleicht innerhalb von Emden irgendwohin für eine Viertelstunde Gespräch oder halbe Stunde. Das wird sich, glaube ich, in Zukunft auch ein bisschen lockern, dass man halt einfach sagt, Mensch, komm, wir FaceTime kurz, wir nutzen Skype, wir nutzen Teams oder Slack, um uns kurz abzustimmen. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Also wenn wir in eine Telco reingehen, sei es jetzt analog mit einem Handy und uns einwählen, dann gibt es auch auf dem Handy eine Mute-Taste. Das heißt, wenn man nicht spricht und vielleicht gerade irgendwo an einer Straße läuft oder irgendwas, dann, dass man diese Mute-Funktion nutzt. Und das heißt, wenn man nicht stören in einer großen Telco, dann ist es super, super wichtig, das Video anzumachen. Und da darf man vielleicht auch nicht so eitel sein, wenn man vielleicht morgens irgendwie nicht so schnell alles geschafft hat, weil die Kinder einen wieder mehr in Beschlag genommen haben. Dann hat man halt mal kein Hagel sag ich mal, in den Haaren. Es ist alles nicht schlimm. Wir sind alles Menschen und das kriegt man alles hin. Und es gibt natürlich dieses Ampelprinzip in diesen ganzen Tools. Also das heißt, ich habe ein rotes Lämpchen, wo ich als Beispiel sage, ich bin gerade beschäftigt, so wie jetzt in dieser Situation, wo ich meine Präsentation halte. Da sehen meine Kollegen, dass ich auf nicht stören bin, weil ich halt eben gerade nicht aktiv irgendwie antworten kann. Und das ist auch wichtig, dass die Leute das wissen. In dem Augenblick brauchen sie mich nämlich nicht anrufen, sie brauchen mich nicht anschreiben, sie können kurz damit warten oder mir einfach eine Rückrufbitte schicken. Das heißt, diese Statusgeschichte oder wenn man gelb ist, bin kurz unterwegs oder bin gleich wieder zurück oder grün, hey, chattet mich an, wenn ihr was habt, ich bin für euch da. Das ist super, super wichtig. Für die Zusammenarbeit ist natürlich noch was wichtig, dass natürlich auch alle Daten innerhalb dieser Kollaborationstools in Zukunft abgelegt werden. Es bringt natürlich nichts, wenn die Hälfte der Daten lokal auf meinem Rechner liegen und die andere Hälfte auf dem File-Server und wieder ein paar Daten auf einem Cloud-Speicher. Das heißt, wir müssen uns selber erziehen, dass wir zum Beispiel diese PowerPoint, an der wir gestern und vorgestern sauber gearbeitet haben, dass sie natürlich da liegt, wo auch alle, die daran arbeiten, aktiv reinkommen. Und
Hey, das ist sogar cool, weil in dem Augenblick gibt die PowerPoint-Datei ihre ganze Power frei, indem wir aktiv in diesem Dokument mit mehreren Leuten arbeiten können. Ich sehe zum Beispiel, dass mein Kollege auf Folie 5 gerade irgendwas ändert oder Folie 2 eingefügt hat. Und wir können sofort aktiv interagieren und sagen, hey, das finde ich cool, was du gemacht hast. Auf Folie 2 würde ich noch das und das mit einbauen und so weiter. Das heißt, diese gesamte Kollaboration wird auch viel, viel effektiver. Und ich brauche nicht die PowerPoint erstmal hinschicken, dann muss ich sie nicht wieder zurückschicken und sagen, die Änderung habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Also super, super wichtig, dass man, ja, ich sag mal, dieses Online-Knigge, dass das jeder in sich aufnimmt und aufsaugt. Und dann ist natürlich noch wichtig, dass durch diese ganze Geschichte mit Homeoffice und, sag ich mal, wenn man dann sogar so weit geht mit freier Arbeitszeit, wobei freie Arbeitszeitwahl ist natürlich auch bei uns schlecht. Wir haben einen Service Desk, der muss halt morgens um 6:30 oder 7:30 online sein, da gibt es auch keine Diskussion. Dann gibt es aber die Absprache vom Team, dass das Team sich selbst organisiert, wer wann online ist. Ansonsten gibt es bei uns den Tenor, wenn der Kunde sagt, morgen um 10 treffen wir uns oder morgen um 10 startet das Projekt, dann startet das auch um 10. Wenn ich allerdings flexibel bin und mir meine Arbeit selber einteilen kann, dann kann ich natürlich auch vielleicht abends zwischen 9 und 24 Uhr, weil ich gerade da meine produktivste Zeit habe, natürlich auch an irgendeinem Dokument oder an einem Projekt arbeiten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich darf natürlich bei diesem antizyklischen Arbeiten nicht erwarten, dass wenn ich um 20 Uhr eine Mail schicke, dass ich um 20:05 auch eine Antwort bekomme. Das heißt, da muss ich das gesamte Team einfach ein bisschen eingrooven und das neue Zusammenarbeiten einfach lernen. Wir reden immer über Homeoffice, aber wir sehen das Homeoffice eigentlich als ein Baustein in dieser ganzen Geschichte, arbeite doch von da, wo du produktiv sein möchtest. Und als Beispiel, wenn es auf der Parkbank ist mit einem Jackett und einer kurzen Hose, sei es drum. Soll ein bisschen überspitzt darstellen, dass es natürlich vollkommen okay ist, wenn man mal eine Telco nicht am Rechner macht, sondern vielleicht sich in den Gartenstuhl setzt oder mal ein Stück spazieren geht, wenn man vielleicht nicht jetzt die aktive Speakerrolle hat, sonst wird es für die Teilnehmer etwas anstrengend, wenn man da zu viel Wind und Rauschen dabei hat. Aber ich sag mal so, wenn ich wirklich nur eher ein Teilnehmer bin und zuhöre und vielleicht mich mal entmuten muss, um Input zu geben, dann ist es doch vollkommen in Ordnung, wenn ich dabei durch die Wohnung laufe oder auf den Balkon gehe. Oder vielleicht sogar ein Stück vor meiner Haustür die Straße hoch und runter laufe. Wichtig ist ja, dass ich die Informationen aus diesem Call sauber mitnehme, verarbeite und danach eben meinen Input, der von mir verlangt wird, auch liefere. Und wir haben in der Hosentasche mittlerweile mehr Rechenleistung, als wir vor ein paar Jahren, sage ich mal, auf dem Schreibtisch stehen hatten. Das heißt, unsere Smartphones werden ja immer, immer leistungsfähiger. Ich bin kein Riesenfan davon, jetzt Office auf dem Telefon zu benutzen, aber nichtsdestotrotz, man kann sich vorbereiten auf zum Beispiel diese Präsentation. Die kann man sich abends nochmal auf dem Phone, auf dem Sofa anschauen und nochmal durchgehen und vielleicht nochmal zwei, drei Korrekturen in die Kommentare schreiben. Das geht wunderbar. Oder vielleicht ein Wert in der Excel, wo man meint, ach, das habe ich ja irgendwie da jetzt weiß ich, was ich da noch reintun wollte. Das kann man ja ohne weiteres machen, ohne an den Rechner zu gehen oder irgendwas. Eine riesen Pivot-Tabelle oder eine komplette Präsentation auf dem Smartphone zu erstellen, da bin selbst ich noch weit von entfernt. Und das liegt mir auch nicht so in den Genen. Mag bei der nächsten Generation wiederum anders sein. Für mich ist das allerdings immer ein Mix aus beiden, aus einem vernünftigen Laptop, aus einem vernünftigen Smartphone mit den richtigen Tools im Einsatz. Das Ganze mit dem Thema Homeoffice ist auch natürlich nur ein kleiner Baustein bei dem gesamten New Work Konzept. Also wenn wir über Homeoffice reden, dann sag ich mal, habe ich mit dem Thema Homeoffice natürlich nur die erste Meile gelaufen sozusagen. Da kommt natürlich noch eine ganze Menge mehr dazu. Das heißt, unter dem Aspekt New Work muss ich natürlich auch schauen, dass meine Mitarbeiter, die vielleicht 2, 3 Tage die Woche im Homeoffice arbeiten, auch vernünftig den Anknüpfungspunkt im Büro haben. Da ist natürlich die Riesenfrage, braucht jemand, der Homeoffice nutzt, noch einen festen Arbeitsplatz oder einen festen Schreibtisch, wo, sage ich mal, sein Hochzeitsfoto auf dem Schreibtisch steht?
Oder ist es nicht viel effizienter, einen Pool an Schreibtischen zu haben, die am Abend nach der, man nennt es so, Clean Desk Policy verlassen werden? Das heißt, auf dem Schreibtisch steht maximal noch der Monitor, die Kabel und die Steckdose. Der Rest wird einfach am Abend weggenommen. Wir bei uns haben zum Beispiel, jeder Mitarbeiter hat ein Schließfach, da kann er seine persönlichen Items reintun. Da gibt es einen kleinen Postschlitz, wo man auch, sag ich mal, dann mit den Mitarbeitern kommunizieren kann. Und dementsprechend haben wir bei uns die freie Arbeitsplatzwahl komplett. Also niemand hat einen eigenen Schreibtisch, selbst mein Kollege und ich als Geschäftsleitung. Wir haben kein eigenes Büro, wir haben keinen Arbeitsplatz. Wir setzen uns à la Mark Zuckerberg einfach irgendwo mit dazu, wo es gerade passt, wo es auch thematisch vielleicht passt, ne? Also wenn wir zum Beispiel nächste Woche an einem Projekt arbeiten für einen Kunden, da macht es vielleicht Sinn, dass ich mir drei, vier Leute schnappe und wir so ein bisschen in eine Ecke uns verziehen, damit wir effizient an dem Projekt arbeiten können und nicht so lange Wege über Tag haben. Das heißt, man kann situativ natürlich Teams einfach zusammensetzen. Und wir wissen auch gar nicht mehr, wann jemand Homeoffice macht und wann nicht. Bei uns braucht keiner Homeoffice anmelden. Das heißt, für uns ist es relevant zu sehen, welchen Status haben die Leute. Sind sie online oder sind sie nicht online? Manchmal müssen wir sogar fragen, hey, bist du im Büro? Mittlerweile haben wir ein bisschen größeres Büro. Das ist halt nicht mehr, also die Situation hat sich geändert. Wir könnten auch alle ins Büro kommen, aber es macht keiner. Wir arbeiten genauso, wie wir die letzten 6 Jahre gearbeitet haben. Und dementsprechend ist es dann halt auch super wichtig, dass das Büro zu diesem Gesamtkonzept passt. Auch Begegnungsstätten im Büro, so blöd das klingt, sind super, super wichtig. Früher war es wichtig, drei Besprechungsräume zu haben, die eine Kapazität von mindestens 10 bis 20 Leuten haben. Das ändert sich natürlich, weil ich die Homeoffice-Kollegen natürlich vor Ort zusammenbringen möchte. Und da reichen auch wieder diese Ecken mit vielleicht drei Sesseln, wo die Leute sich mal austauschen können beim Kaffee. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das ein bisschen diesen Lounge-Charakter hat, weil die Leute sollen sich ja auch wohlfühlen, wenn sie zur Arbeit kommen. Und ich sage mal, die Mitarbeiter, die man jetzt hat, die kennen das Ganze ja so, wie man als Unternehmen arbeitet. Die sind vielleicht sogar bei einem groß geworden. Die stellen das vielleicht nicht in Frage. Aber ich stelle in Frage, dass die Arbeitnehmer in Zukunft nicht darauf achten werden, dass sie sich Arbeitgeber aussuchen, wo sie auch, sage ich mal, genau das haben. Also ich persönlich könnte zum Beispiel nie wieder für irgendeine Firma arbeiten, die es mir nicht ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten. Genau im Kopf bin ich so weit, mein Arbeitgeber, und das ist jetzt nicht positiv für die Region, mein zukünftiger Arbeitgeber müsste nicht aus Ostfriesland kommen. Der könnte auch aus München, Berlin oder aus dem Ausland kommen. Ich weiß, wenn die Technologie von dem Arbeitgeber gegeben wird, dann kann ich so arbeiten, wie ich es möchte. Und deshalb müssen wir uns als Region auch stärken und so aufstellen, dass wir attraktiv sein können für die neuen Mitarbeiter. Und auch wieder kein positiver Effekt für die Region, aber ein Mitarbeiter, der für uns tätig wird, der kann deutschlandweit für uns tätig sein, dadurch, dass wir diese Konstellation halt aufrechthalten. Und das Team darf man dabei nicht vergessen. Also wir machen es zum Beispiel so, dass jeder letzte Donnerstag im Monat ist wirklich eine physikalische Zusammenkunft der Leute. Dort gibt es von 15 bis 17 Uhr gibt es einen Slot, wo wir sagen, jede Abteilung stellt vor, was haben wir die letzten 4 Wochen gemacht, was haben wir die nächsten 4 Wochen auf der Roadmap, wo brauchen wir vielleicht noch Hilfe von einer Abteilung oder wo brauchen wir nochmal einen Tipp. Und ab 17 Uhr ist es dann ein, sag ich mal, ein freiwilliger Termin, wo wir eine sehr hohe Quote haben an Teilnehmern, die dann dabei bleiben, wo wir im Sommer mal den Grill anschmeißen oder jetzt in der Winterzeit vielleicht auch einfach mal was zu essen bestellen oder eben halt vielleicht mal irgendwo regional unterwegs gehen und ja, letztes Mal beim Lasertag oder irgendwas. Also das heißt, wir haben dann versucht, natürlich die Firma halt wieder so ein bisschen zusammenzubringen. Das geht natürlich nicht, wenn man jetzt 300, 400 Leute hat, jeden letzten Donnerstag. Aber ich sag mal, abteilungsweise kann man natürlich schon diese teambildenden Maßnahmen dann dazu sinnvoll anknüpfen. Und das ist halt wichtig. Wichtig ist auch, dass die Leute im Homeoffice auch mehr Eigenverantwortung übernehmen. Also das ist natürlich, ich hab eventuell durch diese asynchronen Arbeitszeitversetzungen, habe ich natürlich nicht mehr den direkten Kontakt vielleicht zu jemandem und kriege unmittelbar die Antwort.
Das heißt, vielleicht muss auch mal jemand eine Entscheidung treffen, weil ich kann da jetzt keine 2, 3 Stunden drauf warten. Und das ist auch gut so, dass Leute mehr Entscheidungen treffen, weil wir haben ja gute Mitarbeiter eingestellt. Und guten Mitarbeitern soll man natürlich auch Verantwortung geben. Und wir sind alles erwachsene Menschen. Jeder in seinem privaten Umfeld unterschreibt auch Kredite und alles. Dann kann er auch in der Firma die ein oder andere Entscheidung mittreffen. Jetzt befinden wir uns in der aktuellen Situation natürlich zur Corona-Krise in einer ganz, ganz speziellen Phase. Das heißt, selbst wir als, sage ich jetzt mal, Homeoffice-Veteran, uns fällt auch die Decke auf den Kopf, muss man fairerweise sagen. Das heißt, der komplett kontaktlose, sage ich mal, das kontaktlose Arbeiten im gesamten Team mit Kunden, mit Partnern. Da muss ich auch sagen, also auch wenn wir alle technologieaffin sind, das fehlt uns total. Und das zeigt auch, wie wichtig das Ganze ist, dass wir nicht sagen, Homeoffice, Videokonferenzen ist ja das Allheilmittel. Ein Flipchart und vielleicht mal ein Scribble an der Wand ist immer noch super, super wichtig. Und wir sind alle froh, wenn wir unsere klassischen Workshops wieder halten können und auch mit Menschen zusammen mal einen Kaffee trinken können, was zusammen essen können. Also das heißt, diese Situation ist, glaube ich, jetzt extrem und das ist auch nicht das, was wir erreichen wollen, dass wir jetzt sagen, Homeoffice 100% und Videokonferenzen 100%, das macht natürlich keinen Sinn. Ein Riesenvorteil in der aktuellen Zeit ist natürlich, dass die Toleranz in diesen Videocalls extrem hoch ist. Also ich muss sagen, ich habe mit auch offiziellen Geschäftsterminen, also nicht nur intern, wo, sag ich mal, unser Baby, Sie haben es auf dem ersten Foto gesehen, mit 3 Monaten gerade irgendwie meint, komplett auszuflippen, dass ich den 3,5-Jährigen hochholen musste. Und ich hatte aber mit meinem Geschäftspartner zusammen und einem Kunden einen Call zusammen, wo ich gesagt habe, okay, mein Sohnemann ist im Hintergrund, kann sein, dass er manchmal irgendwie was sagt, was nicht zu dieser Telco gehört. Aber da muss man sich halt muten und man muss halt einfach das Beste draus machen. Ich glaube, das ist in dieser Situation auch super, dass alle lernen, da mal drüber wegzugucken und das vollkommen in Ordnung ist, dass wir alle eine Familie, alle ein Leben haben und das muss man irgendwie in ein Gleichgewicht reinbekommen. Wo wir initial unsere Tools aufgesetzt haben, hatten wir eine Idee, eine virtuelle Kaffeeecke zu bauen. Die wurde bis dato nie benutzt. Spannenderweise durch die Corona-Krise haben wir unsere Coffee Corner, die es schon ewig gab, wieder ins Leben gerufen. Das heißt, wir wählen uns einfach ein. Es gibt dann dort so ein Handrace, dass da einer einen Kaffee trinkt. Und dann sieht man an den Clients, wenn man Zeit hat, ich kann mich da jetzt mal einloggen. Und dann interagieren wir zusammen. Also das heißt, wir trinken Kaffee, wir reden über Ditches und Dutches und wie die Situation ist und alles Mögliche. Also total cool, hat vorher nie funktioniert. Auch muss man sagen, weil keiner sich die Blöße geben wollte, sich da einzuloggen und zu sagen, ich habe Zeit, virtuell einen Kaffee zu trinken. Was jetzt auch, glaube ich, im Nachgang total normal wird, dass die Leute sich im Homeoffice vielleicht mal um 11 Uhr da reinschalten und gucken, wer denn Zeit hat, um einfach mal zu sprechen, Mensch, wie läuft's denn? Hast du irgendwas? Ich habe da ein Problem, der Kunde hat irgendwas, wie auch immer. Also total cool. Es fühlt sich erstmal total komisch an, aber es bringt uns gerade richtig, richtig weit, um das Team weiter zusammenzuhalten. Abschließend würde ich mal sagen, also Homeoffice tut nicht weh, auch als Arbeitgeber nicht. Man gibt seinen Mitarbeitern eine ganze, ganze Menge Freiheit, die ganz, ganz viel zurückspielen kann. Und aus dem Grund sind wir der festen Überzeugung, dass auch diese aktuellen Spaßbilder, die durch diese Corona-Krise durch die Welt geschickt werden, wo Homeoffice so ein bisschen ja ins Lächerliche gezogen wird oder man liegt auf dem Bett und wie auch immer, das sehen wir als für den Spaßbereich natürlich als lustig an. Aber Homeoffice kann wirklich ein Tool sein, was die ganze Firma bereichert und wirklich die Prozesse und die Arbeitsweise der einzelnen Mitarbeiter weit, weit nach vorne bringt und damit das Unternehmen in keinster Weise einen Schaden dadurch erhält. Deshalb können wir nur alle ermutigen, beschäftigen Sie sich damit,
schauen Sie, mit welchen Tools. Wie gesagt, ich habe einige genannt, wie Teams, wie Slack, wie Zoom. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele Ansätze, dort sauber zu starten. Wichtig ist nur, man muss es halt wirklich durchdacht machen. Also von heute auf morgen das zu implementieren, macht sicherlich keinen Sinn. Wir müssen die ganzen Prozesse, die es im Unternehmen gibt, vom Posteingang bis hin nachher zur Rechnung, die rausgeht, oder auch Rechnungen, die reinkommen, muss der gesamte Prozess natürlich digitalisiert sein. Wir dürfen halt keinen Medienbruch mehr haben und wir dürfen niemanden, der im Homeoffice sitzt, das Gefühl geben, dass er ein Mitarbeiter zweiter Klasse ist, dadurch, dass er auf gewisse Sachen keinen Zugriff hat. Das ist super, super wichtig. Und wie gesagt, wir möchten Sie alle ermutigen, vielleicht nach der Krise sinnvoll damit zu starten und zu überlegen, wie es für Ihr Unternehmen am besten passen könnte. Um das Ganze noch einmal ganz kurz mit Zahlen zu belegen: Wir haben in unserer Umgebung ist die Bitkom immer ein großer Treiber. Die Bitkom hat eine Studie gemacht, das ist jetzt aus Arbeitgebersicht sozusagen. Also jedes vierte Unternehmen in Deutschland erlaubt seinen Mitarbeitern halt aus dem Homeoffice zu arbeiten. Das Ganze halt entweder komplett Vollzeit oder teilweise. Und die Tendenz ist ganz klar steigend. Eine weitere Studie aus der Stanford University ist schon ein bisschen älter, von 2014. Dort haben sie ein chinesisches Callcenter genutzt. Jetzt muss man natürlich sehen, die haben natürlich immer eine ganz andere Performance als wir. Aber wir sehen, dass das Endresultat dieses Callcenter, die Mitarbeiter, die 500, die ins Homeoffice verfrachtet worden sind, haben 13% mehr geschafft als die, die im Office sind. Und das sind halt diese Sachen, was ich gesagt habe. Dort gibt es natürlich viel mehr Ablenkung, Kollegen, mit denen man redet, viel mehr Interaktion. Und das sind vermutlich, nach meinem Gefühl, die 13%, die zu Hause halt einfach mehr gearbeitet wird, weil es nicht den Kollegen mit dem Kaffee in der Hand neben mir gibt, sondern ich halt einfach meinen nächsten Call sehe. Und das ist aber auch kritisch zu sehen, weil natürlich eben dadurch der Mitarbeiter auch eventuell das Gefühl haben kann, dass er verheizt wird. Und deshalb wieder auf meine Lektion vorher zu kommen: Da muss das Mindset bei den Mitarbeitern rein und sie dürfen kein schlechtes Gewissen haben, auch eine Stunde Mittag zu machen, wenn sie im Homeoffice sind. Weil im Büro haben sie ja auch die halbe Stunde, Stunde Mittag mit ihren Kollegen. Dann können sie es doch auch mit ihrer Familie machen. Das vielleicht noch einfach ganz wichtig, dass man es auch ein bisschen belegen kann. Und jetzt bin ich mit meinen Slides durch. Wir haben den Daniel Junke im Hintergrund als Moderator sozusagen, als Producer. Sie haben rechts unten in der Ecke haben Sie ein Feld, wo Sie Fragen eingeben können, das Ganze anonym oder halt eben auch mit Ihrem Namen dabei. Und dann würden wir diese natürlich gerne noch beantworten. Wir haben in diesem Webcast eine kleine Verzögerung von so 10 bis 17 Sekunden. Also das heißt, wir sind nicht eingeschlafen, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, aber die Verzögerung ist halt einfach da und deshalb müssen wir da einfach mit umgehen. Von daher sind jetzt gerne Fragen offen, die wir dann beantworten werden im Chat. Und ja, ansonsten finden Sie mich auf LinkedIn. Meine E-Mail-Adresse hier ist hier. Sie können mich jederzeit ansprechen, eine Mail schicken. Wir finden immer einen Telefontermin. Auch das Ganze unverbindlich. Wir wollen halt auch in erster Linie, sag ich mal, vielleicht dem einen oder anderen helfen. Wir haben auch einen kostenlosen Video-Call zum Thema, wie enable ich zum Beispiel jetzt Microsoft Teams oder wie gehe ich mit so einer Kollaborationsplattform um. Wer daran Interesse hat, gerne eine Mail schicken. Dann schicke ich Ihnen den Link. Sie können sich einloggen, ist komplett kostenlos, unverbindlich. Können Sie sich eine Stunde Videotraining von unserem Teams Adoption Experten angucken, von dem Alexander Eggers. Und das Angebot möchte ich Ihnen gerne machen, dass Sie sich da gerne an uns wenden können und einfach mal schauen können, wie das Ihnen weiterhelfen kann. Da geht es ein bisschen dann um Change Management, Prozesse, Einführung und so weiter. Da bedanke ich mich erstmal und frage mal zu Daniel drüber, ob wir Fragen haben im Chat. Hallo, momentan sind noch keine Fragen im Chat sichtbar. Aber sind noch alle Teilnehmer mit an Bord? Vielleicht tippt der ein oder andere hier noch. Sehr schön. Ja, sofern keine Fragen da sein sollten, würde ich natürlich, wünsche ich allen, die noch im Call sind, bleiben Sie gesund, bleiben Sie motiviert, lassen Sie sich nicht unterkriegen.
Ich glaube, wir als Region sollten jetzt stark sein, sollten alle näher zusammenrücken, vielleicht auch für die Zukunft. Und ja, müssen halt einfach gucken, wie wir da alle gemeinschaftlich als Region, als Weltbevölkerung durch diese Krise kommen. Und wir sind ja guter Dinge, dass wir das alle zusammen schaffen. Und ja, drücke Ihnen die Daumen, bleiben Sie gesund und vielen Dank für eine Frage kommt gerade reingeschneit. Aufmerksamkeit, ja. Bevor du die Verabschiedung machst. Eine Frage, IT-Sicherheit im Homeoffice, gibt es besondere Herausforderungen? Ja, also A ist es natürlich eine sehr, sehr gute Frage, weil es natürlich auch total wichtig ist, in dem Augenblick, wo ich das Homeoffice freigebe, habe ich natürlich ein Sicherheitstor mehr, was ich zu schützen habe. Wenn wir nochmal auf meine zweite Folie ganz am Anfang zurückgehen, haben wir die aber ja schon seit 15 Jahren bestimmt. Also wir haben seit 15 Jahren haben wir VPN-Verbindungen und der ein oder andere konnte sich von zu Hause aus einloggen. Das heißt, die Sicherheitsanforderungen haben wir eigentlich in den Unternehmen schon seit mindestens 15 Jahren. Das Problem ist nur, und IT-technisch ist es ja so, ob jetzt ein Mitarbeiter, sag ich mal der Chef damals, das Remote genutzt hat, die IT-Sicherheit ist genauso groß zu schreiben, als wenn es 100 Mitarbeiter nutzen. Dementsprechend ja, man sollte das nutzen. Man sollte dort auch ein Augenmerk drauf legen. Und da ist es natürlich wichtig, da gibt es, sag ich mal, so Fachbegriffe, die man jetzt rumschleudern kann, wie Conditional Access. Conditional Access bedeutet, ich kann steuern, dass auf meine Cloud-Daten nur zugegriffen werden darf von vertrauenswürdigen Geräten, die meinen Compliance-Anforderungen entsprechen. Also das heißt, wenn ich das Laptop bei der Mutter zu Hause benutze, dann komme ich gar nicht in meine Umgebung rein. Wenn ich allerdings mein Corporate Device nehme, was aktuellen Virenscanner hat, was verschlüsselt ist, was, sage ich mal, mindestens Multifaktor, also das heißt einen zweiten Faktor, wie Sie es aus dem Home Banking und so weiter oder mittlerweile von allen Sachen kennen, dass ich eine App habe mit einer PIN oder mit einer Face ID, dass ich meine Zugänge doppelt absichere, das ist natürlich unabdingbar. Also das heißt, bevor man in diese Cloud startet, und das meinte ich vorhin mit diesen, jetzt starten gerade viele so intuitiv und fangen damit an und dadurch wird IT-Sicherheit natürlich überhaupt nicht beachtet oder bei den meisten nicht. Und wichtig ist im Nachgang natürlich zu schauen, wenn ich in Slack nutze, in Teams nutze, dass ich natürlich auch dann meine Mitarbeiter sensibilisiere und sage, okay, jetzt müssen wir Multifaktor aktivieren. Und wenn kein Multifaktor aktiviert ist, dann kann der User aus dem Homeoffice oder Remote diese Dienste gar nicht nutzen. Also Prio 1, eine Cloud-Strategie zu entwickeln oder zu definieren fürs Unternehmen und dann natürlich auch mit dem Datenschutzbeauftragten zu sagen, was ist denn für uns wichtig? Und eben halt alles, was, so steht es ja auch in der DSGVO, ich will die jetzt nicht zu hoch hängen, aber alles, was nach aktuellen, sag ich mal, Maßgaben möglich ist, ohne großen Aufwand, ist ja zu tun. Und da gehört auch Multifaktor, das heißt die doppelte Absicherung meiner Infrastruktur dazu. Das kriege ich mit einer klassischen Infrastruktur fast gar nicht gelöst, ohne dass es mich richtig, richtig viel Geld kostet. In der Cloud, mit zum Beispiel im Office 365, da habe ich es out of the box dabei. Das heißt, ich kann relativ schnell auch meine Datensicherheit erhöhen. Also gute Frage und sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, eine weitere Frage. Haben Sie Vorschläge, welche Punkte in einer eventuellen Betriebsvereinbarung geregelt werden sollen, wenn das Thema verhandelt wird? Das Schöne ist immer, dass wir ja juristische Beratung nicht machen dürfen und deshalb kann ich da jetzt halt einfach nur ein bisschen, sag ich mal, aus dem Nähkästchen plaudern. Also es ist natürlich wichtig, dass es eine Vereinbarung gibt und dass die auch schriftlich passiert und von beiden Parteien mit gemeinsam, sag ich mal, unterzeichnet wird. Es gibt auch Parameter, die man erfüllen sollte, wie zum Beispiel abschließbare Schränke sozusagen oder einen Rollcontainer ins Homeoffice stellen, wenn dann Unterlagen wirklich von der Firma ausgedruckt werden zu Hause, dass sie unter Verschluss liegen können. Also wie gesagt, der Prozess, und das ist wie gesagt super, man muss sich halt ein bisschen mehr Gedanken machen, als einfach nur ein Tool freischalten. Genau das sind die wichtigen Sachen, die ich natürlich, und das sind alles organisatorische Maßnahmen, die viel, viel wichtiger sind, als jetzt final das Tool, was dafür eingesetzt wird. Also, aber da bitte den Juristen des Vertrauens ansprechen für Arbeitsverträge, Arbeitsrecht. Der kann Ihnen dort bestimmt eine qualifiziertere Aussage geben, als wir es jetzt hier machen könnten.
Danke. Dann noch eine ganz praktische Frage. Wie schafft man es, die Kollegen anzustupsen, um sich eben virtuell auf einen Kaffee zu treffen? Wie funktioniert das über Microsoft Teams? Ja, wir haben es so genutzt, also dass wir haben dafür ein, also unter einem Team, wir haben ein Team, was so allgemeine Themen macht. Also eigentlich haben wir durch dieses Team unsere WhatsApp-Gruppe abgelöst, vor Jahren schon, wo halt verschiedene sogenannte Channels drin sind. Und da gibt es dann, sag ich mal, Trash Talk, das ist so diese alte WhatsApp-Gruppe, wo man auch mal ein Spaßbild reinposten soll. Und dann gibt es dort halt wirklich die Coffee Corner. Und in dieser Coffee Corner gibt es ein Feature, wo ich eine Sofortbesprechung starten kann. Da drücke ich einfach auf den Button und dann bin ich mit meiner Webcam online in diesem Channel als Call. Und dann kann ich mit, sag ich mal, wenn ich ein Ad und dann diesen Kanal mache, dann kriegt jeder eine Pop-up-Meldung, dass in diesem Channel gerade eine Sofortbesprechung stattfindet. Und damit kann ich quasi jedem kurz, dass er quasi den Blick in die Kaffeeküche hat und sieht, wer ist da gerade. Und wenn ich Zeit habe, dann kann ich dort sofort auf Teilnehmen klicken und bin quasi vernetzt mit meinen Leuten oder mit meinen Leidensgenossen zur aktuellen Zeit im Homeoffice. Okay, super, vielen Dank. Wir haben keine weiteren offenen Fragen. Super. Sollte es, wie gesagt, noch Fragen geben, wir sind ganz unbürokratisch per E-Mail zu erreichen. Auf der Webseite finden Sie auch eine Telefonnummer, das haben wir auch noch. Also das heißt, wer auch gerne einfach anrufen möchte, kann das auch tun. Ansonsten bei LinkedIn finden Sie mich und auch meinen Kollegen, den Daniel Junke. Also das heißt, ja, Sie sind herzlich willkommen, uns anzusprechen. Und wie gesagt, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ja, kommen Sie gut durch die Zeit und schöne Ostern und bis die Tage.